Willkommen zu einer weiteren Folge Gartenwissen zu Go. Diesmal erzähle ich euch über das Wintergemüse. Wenn ihr jetzt gerade den Zuckerhut im Kopf habt, sind ihr auf der richtigen Spur. Der Zuckerhut gehört zu den beliebtesten Chicorée-Sorten und ist natürlich ein Wintergemüse. Den Zuckerhut tut man jetzt im August bis September pflanzen. Geerntet wird er dann erst im Oktober bis Dezember. Er mag bis minus 6 Grad vertragen. Aber denkt daran, wenn draussen eine kalte Beise geht, dann fühlen sich minus 6 Grad schnell mal kälter an. Und dann lenkt es amigs nicht, wenn ihr einfach ein Vlies über einen Salat werft. Dann empfehle ich euch Folientunnel. Dann sind ihr auf der sicheren Seite. Was der grösste Vorteil am Zuckerhut ist, dass er lagerbar ist. Im Kühlschrank könnt ihr ihn 2 Wochen behalten. In einem kühlen, feuchten Keller könnt ihr ihn bis 2 Monate behalten. Dann habt ihr am tiefsten Winter frischen Salat aus dem eigenen Garten. Nebendran habe ich hier gerade den Endivi. Der Endivi gehört zu den gesündesten Salaten. Der hat viel Vitamin A wie Kalium. Wird auch jetzt im August bis September gepflanzt und geerntet wird er dann im Oktober. Achtung, der Endivi mag keinen Frost vertragen. Dann tut man ernten vor dem ersten Frost. Wenn der Frost mal kleiner kommt und so noch nicht nach ist, empfehle ich wieder das Folientunnel, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Dann habe ich hier noch die 3 Wintergemüse. Winterkopfsalat, Winterlauch und Winterblumenköhli. Die 3 sind besonders, weil die pflanzt man zwar jetzt, aber geerntet werden sie erst im Frühling im nächsten Jahr, im April, Mai. Winterlauch und Winterkopfsalat sind meistens kein Problem. Die können draussen im Schnee sein. Einfach denken daran, auch die brauchen über den Winter ein bisschen Wasser. Der Winterblumenkohl. Wenn es ein strenger Winter wird, müsst ihr ihn auch ein bisschen vor der Kälte schützen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas beibringen. Da habe ich meinen Job richtig gemacht und freue mich, wenn im nächsten Gartenwissen-to-go-Video wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen miteinander!